Anna Wilken, die seit ihrer Hochzeit mit Fußballspieler Sakis Adamyan seinen Nachnamen trägt, kann sich freuen. Nach 2 Fehlgeburten und 7 erfolglosen Embryotransfers ist das Model endlich wieder schwanger. Mittlerweile ist sie in der 10. Schwangerschaftswoche. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower bei dem Prozess mit und postet nun tolle Neuigkeiten. Endlich kein Endobelly mehr, schreibt Anna zu einer Aufnahme ihres Babybauchs. Kein Endobelly bedeutet, dass es sich anscheinend um keinen aufgeblähten Bauch infolge ihrer Endometriose-Erkrankung handelt. Anna Wilken nutzte vor ihrer Schwangerschaft ihren Account, um auf die Gebärmuttererkrankung aufmerksam zu machen. Zudem machte Anna aus ihrem bisher unerfüllten Babywunsch und den gescheiterten Versuchen kein Geheimnis. Endometriose hat definitiv nichts mit Anstellen zu tun, auch nicht mit Einbildung. Nie ernst genommen zu werden, findet niemand toll. Lasst uns das gemeinsam ändern und weiterhin laut bleiben, appelliert sie am Endometriose-Tag an ihre Follower auf Instagram. Wie schön, dass Anna sich anscheinend über einen kleinen Schwangerschaftsbauch freuen kann.